Nach dem Streichquartett von Egon Welles wird nun Reinhard Dott, der Präsident des Bundesrats, die Begrüßungsrede halten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur Gedenkveranstaltung des Parlaments gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begrüßen. Besonders herzlich begrüßen darf ich den Präsidenten des Nationalrates, Magister Wolfgang Sobotka. Die zweite Präsidentin Doris Bures, die dritte Präsidentin Anneliese Kitzmüller. Weiters heiße ich alle anwesenden Mitglieder der Bundesregierung an der Spitze Vizekanzler Heinz-Christian Strache herzlich willkommen. Besonders freue ich mich über die Anwesenheit von Frau Magistra Doris Schmiedauer und Frau Botschafterin Doktorin Margot Glästil-Löffler. Ich begrüße die anwesenden Fraktionsvorsitzenden an der Spitze der Abgeordneten zum Nationalrat und der Mitglieder des Bundesrates sowie die Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Die Vertreterinnen und Vertreter der Höchstgerichte und die Präsidentin des Rechnungshofes. Die ehemaligen Präsidentinnen und Präsidenten zum Nationalrat und Bundesrat und die Volksanwältinnen und Volksanwälte. Weiters begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie des Diplomatischen Korps. Ich freue mich, die zahlreichen ehemaligen Mitglieder der Bundesregierung und die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Bundesländer zu begrüßen. Eine besondere Ehre ist es für mich, alle Überlebende des Holocausts und des NS-Terrors sowie die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in unserer Mitte begrüßen zu können. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Gedenkinitiativen sowie der Opferverbände und Lagergemeinschaften heiße ich sehr herzlich willkommen. Es freut mich, dass Frau Doktorin Lucia Heilmann und Herr Professor Walter Ahlen unserer Einladung gefolgt sind. Außerdem freue ich mich über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendprojekts der Mauthausen KZ-Gedenkstätte, eine Initiative der hier anwesenden Direktorin Dr. Dr. Barbara Glück. Ganz besonders herzlich möchte ich den Festredner Herrn Michael Kohlmeier begrüßen. Ebenso herzlich heiße ich die Studierenden des Ensembles der Universität für Musik und angewandte Kunst Wien willkommen und möchte mich für ihre Darbietungen schon jetzt bedanken. Als Präsident des Bundesrates ist es mir wichtig, heute auf das Leben und die Worte zweier Menschen aufmerksam zu machen, die in ihren antifaschistischen Einsatz ganz besonders als Bundesräte
zutage getragen haben. Der erste ist Albrecht Konieczny. Er war mein Vorgänger in der sozialdemokratischen Fraktion und ein großer Antifaschist, der seine Aufgabe verstand. Albrecht Konieczny erinnerte uns immer wieder, es gab eine Zeit, da konnte in Österreich alleine der Bundesrat seine Stimme zur Erhaltung der Demokratie erheben. Denn der Nationalrat war zu diesem Zeitpunkt vom Austrofaschismus ausgeschaltet. Albrecht Konieczny erinnerte uns außerdem an den Bundesrat Otto Felix Kanitz. Er ist der zweite, dessen Geschichte ich erzählen möchte. Kanitz war ein jüdischer Klosterschüler. Er ist als jüdisches Kind in einem katholischen Waisenhaus aufgewachsen. Er hat mit den Kinderfreunden die ersten großen Ferienkolonien zur Erholung für arme Kinder, für Arbeiterkinder mitbegründet. Mit dem Projekt der Kinderrepublik gab er den Kindern in diesen Ferien Mittel der Demokratie zur Partizipation, zur Selbstbestimmung. Damit war Kanitz zu einer Zeit weit vor der Verschriftlichung der Kinderrechte ein absoluter Vorreiter. Als der österreichische Nationalrat bereits am Zusammentritt gehindert wurde, setzte sich Kanitz im Bundesrat vehement dafür ein, dass das frei gewählte Parlament in einer Demokratie zusammentreten können muss. Kanitz warnte im Bundesrat vor der Zerstörung der Demokratie. Er machte dabei deutlich, eine Diktatur darf dort nicht Halt, wo ihrer Machtausübung Schrank gesetzt werden. Es geht nicht nur um die Wahrung der Verfassung, sondern auch um die Wahrung des Rechtsstaates. Ich zitiere Otto Felix Kanitz aus dem stenografischen Protokoll der 204. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich am 27. Oktober 1933. Wo Demokratie und Selbstbestimmung ausschlaggebend sind, dort ist keine Erschütterung des Staatsgefüges zu beobachten. Aber dort, wo Unterdrückung und Tyrannei sich breit machen, dort kommt es zu Gegenaktionen, dort kommt es zu Explosionen, dort kommt es zu revolutionären Erscheinungen. Am 17. Februar 1934 wurde auch der Bundesrat als letztes Relikt der verfassungsmäßigen Ordnung der Republik aufgelöst. Otto Felix Kanitz, der sozialdemokratische Bundesrat und Jude, wurde wie viele Millionen Menschen Opfer des Nationalsozialismus. Er wurde im Konzentrationslager Buchenwald ermordet. Ich möchte mit den Worten Albrecht Konieczny's aus dem Buch »Der Tod eines Bundesrates« abschließen. Ob Hassparolen gegen jüdische Mitbürger, Pogromaufrufe gegen Ausländer, Ausgrenzung und Abwertung von Minderheiten mit dem Gebot der Reinheit des deutschen Blutes oder dem nur scheinbar biederen Wunsch, Österreicher wollen unter sich bleiben, begründet werden, ist bedeutungslos. Bedeutungslos in den Auswirkungen, bedeutungslos auch für die seelische Verfassung derer, die den zunächst so eingängig klingenden Parolen zu folgen bereit sind. Deutschland über alles oder Österreich zuerst? Das wäre dieses anderes als eine Aussage, die jeder, der sich der jeweiligen nationalen Gemeinschaft zurechnet, gutheißen kann. Aber welche Verbrechen wurden im Namen der ersten Parole unter vielen von ihr abgeleitet wurden, begangen. Meine Damen und Herren, wir tragen die Verantwortung, dass Abgrenzung und Ausgrenzung nicht noch einmal die Oberhand in unserer Gesellschaft gewinnen. Wir tragen die Verantwortung, den sozialen Zusammenhalt aller Menschen in Österreich zu stärken und ein gutes, würdevolles Leben für alle einzufordern. Wir tragen die Verantwortung, uns zu erinnern,
wozu wir einst fähig waren, und in dem Wissen zu handeln, dass wir heute noch dazu fähig sind.